sind angetreten, um dieses Revival mit uns zu feiern. 80 Jahre danach, hier ist His Master's Voice, Mr. Hefford. His Master's Voice, das ist eigentlich der Walter Zipser und das bin ich. Herzlich willkommen. Gut, ich suche mir mal einen schöneren Hintergrund, der ist vielleicht historischer. Deswegen gehe ich mal hier zu dem Adler. Eventcast liebe ich sehr, aber da müssen wir nicht vorstehen. Ich muss den Walter erstmal korrigieren, Walter. In der Starterliste 1935 steht Herr Stuck, hat aber damals aus technischen Gründen gekniffen. Audi ist nicht an den Start gegangen 1935. Wer das nicht glaubt, wir haben das alte Programmheft aus 1935 nachgedruckt. Und da sieht man es auf der letzten Seite, auf der Starterliste hat ein ganz kundiger Zuschauer damals, der sich alle Zeiten eingetragen hat, bei Stuck nur zwei Striche gemacht, weil er gar nicht erst gestartet ist. So, Jürgen, du wolltest doch mal einen richtigen Auftritt feiern, dann komm zu uns. Oder so, auch gut, passt. Wir fahren gleich um 16 Uhr pünktlich nach oben. Ich brauche jetzt von allen, die Fahrer sind, die Aufmerksamkeit, weil ich noch mal ein paar Dinge zur Sicherheit und zu Wetterverhältnissen sagen muss. Heute Vormittag sind wir alle gut aus Fusch sicherlich hingekommen. Das war ein ganz, ganz tolles Bild in der Einfahrt des Ortes. Das war prima. Was dann war, war so ein bisschen gegen das, was ich gestern Abend bei der Fahrerbesprechung gesagt hatte. Ihr wart alle unglaublich ungeduldig. Und es gibt hier am Großglockner gibt es die Murmeltiere. Heute Morgen kam mir das vor wie die Lemminge. Der erste fährt los und alle fahren. Ich hatte gestern bei der Fahrerbesprechung gesagt, dass wir noch mal kurz darauf hinweisen, bevor wir die Besichtigungsfahrt machen. Es waren einige neue, und es sind sehr viele neue dabei, die noch nie hier gefahren sind. Und wir wären gerne mit zwei Begleitfahrzeugen vorne weggefahren. Da wir versucht haben, das Fahrerlager so zu organisieren, dass die Mannschaft, die Teilnehmer, die in den Pfützen standen, gar nicht stehen sollten und das hier hingeplant haben in dem Augenblick, war ich nicht draußen. Aber es kann nicht sein, dass dann einfach losgefahren wird. Ich hätte gerne noch ein paar Sätze gesagt. Und das steht auch so nicht in meinen Versicherungsbedingungen, dass ihr einfach alle fahrt, wann ihr wollt. Wir wollten eine Besichtigungsfahrt machen zusammen. Danach hätte jeder machen können, was er wollte. Jetzt fahren wir nur noch bei gesperrter Straße. Heute Nachmittag, morgen Vormittag, morgen Nachmittag. Da kann das sowieso nicht mehr passieren. Ihr könnt zwischendurch euch alles angucken, aber ich hätte euch auch gerne mal vor abgehenden Schneebrettern gewarnt und anderen Dingen. Ich hatte mir den Chef der Straße geholt, der hat mir gesagt, ab wo ist trocken, vielleicht ist wo mit Nebelbänken zu rechnen. Das kann man auch alles selber erkunden, ihr seid alle alt genug. Aber ich war so ein bisschen unglücklich, dass das so passiert ist. Beiseite, da sollte jetzt aber ab 16 Uhr das richtig funktionieren. Die Strecken